Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Ich habe gerade eine Fliege verschluckt. Direkt rein in den Rachenraum, Schluckreflex, zack, runter. Schütter, ekelhaft, da geht's nicht. Also ich bin für Maskenpflicht auf dem Fahrrad zur Abwehr von Fliegen. Nee, nicht wirklich. Also ich glaube, wenn das hin und wieder mal passiert, ist das zwar ganz schön scheiße, aber das trainiert ja auch ein bisschen das Immunsystem, ne? Also so hin und wieder mal ein bisschen Dreck schlucken, so wie kleine Kinder auf Steinen rumlutschen oder ja, sich gegenseitig umarmen, küssen und so weiter, gehört alles mit dazu. Auch Fliegen verschlucken kann man ja wenig tun, aber die Masken sollen auch helfen gegen herumfliegende Allergene. Ja. Ich habe nämlich mal einen Fahrradfahrer angesprochen, warum er die Maske trägt. Ich habe schon gedacht, der wollte sich gegen Fliegen schützen, aber das war nicht der Fall. Der sagte einfach, es ist Frühjahr, er ist Allergiker und trägt diese Maske zum Schutz vor diesen Allergenen und das hilft. Ja. Aber okay, also ich bin wirklich für die Freiwilligkeit solcher Maßnahmen. Ne? Also wenn Sie sich schützen wollen gegen Fliegen, die Sie versehentlich verschlucken oder gegen Allergene, dann tragen Sie bitte diese Maske freiwillig, ne? So wie Sie Ihren Helm freiwillig tragen. Ich trage keinen und ich will auch keinen tragen. Ich bin lang genug Radfahrer. Ich weiß, welcher Gefahr ich mich aussetze. Das ist meine Entscheidung. Es wird auch so bleiben, okay? Also, eins kann ich Ihnen aber verraten. Fliegen runterschlucken. Boah. Ekelhaft. Bah.